Ui, ein Live-Angriff hier im CK, den nehmen wir gleich mit. Und damit willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, Zeit für Veränderungen, aber wir wollen uns mal gleich so ein bisschen verändern. Erstmal frönen wir hier dem Clankriegsangriff von Kava, ist es. Um Clanspätzle mit Soos. Gestern oder vorgestern kam mal die Frage, was für ein Clan ich eigentlich bin. Stimmt, ich bin ab und zu auch mit diesem Account hier unterwegs, weil ich dann mit dem Account, oh, die sind nicht ganz drin, die lag ich da im Gift, aber jetzt kommen sie doch noch rein, aber es reicht leider nicht, Eieieiei. Böse Lakis. Und deswegen bin ich ab und zu nur mit dem Thorsten-Account hier auch gemeldet, teilweise so die Ligen zu spielen. Mal sehen, schaffen das die Magier. Er hat jetzt noch, okay, der Roll-Champion hat es jetzt gerissen, aber jetzt muss schon Plan B her. Hat er sich sicherlich auch anders vorgestellt, aber so ist das nun mal hier bei Clash of Clans. Bei den Leben mit Veränderungen, und im Moment leben wir ja auch hart mit Veränderungen, was so unser ganzes Leben angeht, aber wir wollen uns gleich in jedem Fall auch mal ein bisschen verändern. Und aber wie gesagt, wenn ich immer schon was live reinkriege oder mitkriege, dass ich gerade so die Aufnahmetaste gedrückt habe, dann nehme ich das immer ganz gerne mit, dass wir einen schönen Live-Angriff haben hier aus dem Clankrieg gegen den Clan Fox. Auch schon Clan Level 21 werden wir jetzt übrigens auch demnächst. Also ging jetzt doch komischerweise relativ zügig. Von 20 auf 21. Ich habe fast gedacht, dass das Video zum 20. ist erst eine Woche her und jetzt sind wir schon 21. Aber dadurch, dass wir hier natürlich auch ausschließlich ab 30 plus die Clankriege spielen, ist das kein Wunder, dass du da natürlich unheimlich viele Punkte bekommst. Und aber so ein 30er, glaube ich, ist hier immer drin. Also wir haben jetzt eher weniger die kleineren gespielt. Liegt natürlich auch daran, wenn wir mal wieder einen 40er machen wollen, dass dann auch alle da sein müssen, die dann nicht irgendwo in irgendeinem Turnier noch sind oder was auch immer. Denn wenn du ja im normalen Clankrieg bist, dann kannst du keine Freundschaftsklankriege machen. Das ist etwas anders. In der Liga funktioniert das. Da kannst du Liga spielen und kannst ja sogar noch in einem anderen Clan normales Clan-Liga machen. Also einen normalen Clankrieg. Das geht auch. Nur hier geht das dann nicht, wenn du hier in der Liga ganz normal im Clankrieg bist, dass du dann irgendwo anders Freundschaftsklankriege machen kannst. Und deswegen gehen die Leute hier immer dann zeitnah rein oder raus. Sieht aber ganz gut aus. 50 zu 22 haben natürlich auch ein bisschen mehr Angriffe. Und in der Statistik 5 zu 2, 3 Sterne. Eigentlich ist tatsächlich nur die wichtig. Aber wir wollten uns ja hier so ein bisschen verändern, denke ich mal. Aber die kleinen Änderungen, seitdem ich jetzt das letzte Video gemacht habe, gibt es ja auch richtig, richtig vieles Neues. Und die Umfrage zur Qualität der Übersetzung, die könnt ihr euch ruhig antun. Also die könnt ihr in Deutsch durchführen oder aber auch in Englisch. Das ist egal, oder halt in eurer Sprache, die euch halt gefällt. Macht das ruhig mit, denn manchmal ist da so ein Denglisch hier mit drin oder so. Obwohl es hier bei Clash of Clans geht es. Ich kenne da andere Spiele, die sind noch viel, viel denglischer. Und aber so die kleine oder andere Sprachhürde gibt es dann hier ja mal zu geben. Und hier unten übrigens, diese Kobolde haben Talent. Nettes kleines Video. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, klickt ruhig mal rein und schaut euch das an, wie denn die Kobolde versuchen, hier die Dorfbewohnerin irgendwie zu beeindrucken. DCM 5 Pack. Okay, das war mal Werbung für ein Stream von mir. Vielen lieben Dank nochmal an André vom oder einer der beiden Community Manager hier in der deutschen Clash of Clans Community, der mich in dem Stream besucht hat. Sehr, sehr nett fand ich das. Und auch die, ich habe übrigens auch den Twitter-Eintrag gefunden, mein Lieber. Da eigentlich nicht so, dass ich habe gesagt, Twitter, das ist ja nicht mein Ding. Da weiß ich nicht mal, wie das so geht, so Retweets und Tweets und nochmal ein Tweet vom Retweet. Aber ich habe das gefunden und ist natürlich sehr, sehr super hier die Änderung hier. Magischer Gegenstand. Es gibt demnächst einen neuen Trank. Okay, das haut mich jetzt nicht vom Hocker, muss ich sagen. Denn mit dem Trank kannst du dir die Supertruppe freischalten. Beziehungsweise gibt ja eine Änderung zu den Supertruppen. Also wieder was super geändert wird. Ja, ich habe gestern auch so einen netten Meme gesehen, wo es hieß, im Moment gibt es viel zu viel Drei-Sterner im Rathaus 13-Bereich, sagt die Szene. Das sagt Supercell dazu, lass uns mal zwei Supertruppen machen. Also ihr könnt demnächst zwei Supertruppen machen, aber wir gehen es mal kurz durch. Erstmal wurde das auch verringert von 7 Tage, also nicht mehr eine Woche, sondern alle 3 Tage könnt ihr die Supertruppe ändern.
was ich in Ordnung finde. Finde ich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Und die kosten jetzt jeweils nur noch 25.000 Dukes. Also auch da hat man einfach jetzt gesagt, Mensch, so wie bei den Karren zu Anfang, die waren ja auch unterschiedlich teuer, je höher sie im Level waren. Hier ist das jetzt egal. 25.000 für alles. Vielleicht hätte man da doch wieder eine kleine Abstufung machen sollen. Rathaus 11, 12 und 13, denn die gleichen Kosten hast du ja auf Rathaus 11 auch. Und das finde ich dann schon wieder so ein bisschen, ich will nicht sagen ungerecht, aber es gibt ja noch diese andere ungerechte Geschichte da mit dem Hammer. Was ich ja auch sehr, sehr ungerecht finde zu den Rathausstufen. Das war noch nicht alles. Du kannst ja zwei super Truppen gleichzeitig ausprobieren oder aktiviert haben. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Also Hexen und Hexen. Da bin ich echt mal gespannt, was das für Kombis gibt. Oder Mauerbrecher und Mauerbrecher. Keine Ahnung. Oder auch Barbaren und die Bogenschützen mal einfach mal mit Supertruppen batschen. Ist doch auch nicht schlecht, oder? Naja, eine und vor allen Dingen, oh, das ist die richtig gute Änderung. Die normale Version einer Truppe kann nun außerdem parallel zur Supertruppen-Version ausgebildet werden. Das ist für die Spender unter uns ist das ein Segen. Ich meine, okay, sonst hast du das halt gegammt. Also wenn du jetzt eine Hexe, du hattest jetzt die Superhexen im Labor und wolltest eine normale Hexe spenden, konntest du ja nicht machen, konntest du auch nicht bauen, aber du konntest sie immerhin mit dem Gem raushauen, wenn man den Superpass hat, den Goldpass hat. Und es gibt dazu den neuen magischen Gegenstand, einen Supertrank, also für 300 Gems oder auch Belohnung in den Clanspielen oder bei Händler. Bei Händler für 300 Juwelen. Ob das jetzt teuer oder billig ist, das kann ich noch nicht sagen. Ob sich das lohnt, da 300 Juwelen für auszugeben oder nicht einfach immer 3 Tage warten, sagen wir mal so. Denn so eilig kann man es ja mit den Supertruppen jetzt nicht haben. Man muss ja nicht unbedingt 2 ausbilden, es reicht ja auch eine Truppe. Wenn du dann weißt, in 3 Tagen fängt die Liga wieder an, dann nimmst du noch die 2. Supertruppe dazu, von mir aus die Mauerbrecher oder sowas. Aber finde ich schon mal sehr, sehr nett. Und was mir aber heute aufgefallen ist, ist, dass hier im Shop die Piratenszenerie noch mal ein paar Tage länger gibt. Ich kann mich daran erinnern, dass ich heute ganz, ganz früh morgens eigentlich geguckt habe und da stand da noch 2 Tage und ein paar kaputte Zeit. Nö, wir haben tatsächlich jetzt noch mal 5 Tage Zeit dazu. Ob ich mir die mal zulege, aber ich habe ja gesagt, es ist ein bisschen Zeit für Veränderungen, deswegen schnappen wir uns die auch mal. Und fertig, ich bin jetzt startklar, der Kauf war erfolgreich. Dankeschön, Sonderangebot erhalten. Da haben wir das Sonderangebot, haben wir noch ein bisschen was dazu bekommen. 2 Melo, okay, das ist jetzt nicht so ultra viel, aber wir können die Szenerie natürlich jetzt mal wechseln und uns die mal anschauen. Warum wechselt man eigentlich? Je nach Wetter oder wann wechselt ihr? Wenn ihr einen coolen Tag habt oder wenn ihr einen schlechten Tag habt, dann wechselt ihr auf das hier, auf die Piratenszenerie. Ich habe die bisher nur so im Vollbild gesehen, habt ihr ja bei mir im Thumbnail gesehen, aber sieht sehr, 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 sehr lustig aus hier mit dem Totenkopf, muss ich sagen. Ist das schon mal gelungen, hier unten das Boot? Kommt mir ein bisschen, ist es größer geworden oder was? Oder ist die Ansicht nur größer geworden? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber wenn man draufklickt, ist der Effekt immer noch der gleiche. Man fährt einfach rüber. Und aber sonst sieht das ganz gut aus. Bisschen Wasser, das ist eine Insel, ist da. Okay. Da ist eine kleine Insel, was liegt da? Ist das eine Schatzkiste oder was? Oder ist das ein Teil vom Auto? Naja, kann man nicht ganz genau so sehen. Aber dennoch finde ich sehr, sehr schön hier. Das eine Festung, okay. Alter, das habe ich hier noch gar nicht so gesehen. Das ist ja cool. Auch hier mit dem Auge hier. Nicht mit dem Auge, sondern das ist wahrscheinlich so ein Sterngucker oder sowas. Und hier liegt eine Galeone auf Riff oder sowas. Also schön. Ich mag's. Ich mag die Szenerien sowieso. Und deswegen wollte ich mir die auch zulegen hier. Hier hinten ist ja auch noch ein Weg, mal sehen, ob man da nicht irgendwas anderes mal draus machen kann, ob man nicht vielleicht die 3 Sachen hier so ein bisschen in dieses Dorf mit integrieren kann. Wäre sicherlich auch ganz schön. Aber wir haben erstmal die Piratenszenerie und ich habe natürlich auch passend dazu meine Helden mittlerweile komplett pirateriefähig. Also Barbarenkönig, Bogenschützenkönig und großer Wächter sind hier meine Piraten. Der königliche Gladiator ist dann noch ein bisschen ausgegrenzt. Der ist halt noch nicht
soweit. Und aber sehr, sehr schick. Auch den Skin vom King hier finde ich sehr, sehr gut. Klar, Pass. Sind wir schon meilenweit dran vorbei. Und haben uns die Belohnung aber noch nicht ganz abgeholt. Ich habe mir jetzt natürlich ein paar Belohnungen abgeholt, denn, Alter, heute rede ich aber auch wieder viel. Ich habe nichts mehr zu tun, außer 55 Mauern. Das kriegen wir sicherlich hin. Also in 10 Tagen ist ja auch der letzte Bogenschützenturm fertig. Planspiele laufen. Gehen wir auch. Oh, habe ich gerade noch abgeschlossen. Ja, das habe ich vor euch gemacht, weil Nachtdorf guckt er ja nicht mit mir. Wollte aber gleich einen eigentlich auch wieder rausnehmen. Das ist dieser hier. Denn ich glaube, wir haben nur noch Rathaus 13. Da kann gar keiner das Ding machen. Aber ich habe gedacht, diesen hier für einen Tag. Den können wir mal machen, denn meine jede zweite Armee bei mir ist eine Sprungarmee. Ich bin auch wieder nah an der Legende dran. Zu nah für meinen Fall. Und um nochmal drauf zurückzukommen auf die Supertruppen. Auch ein Legendenspieler schafft natürlich locker 25.000. Ja, nicht jetzt am Tag, aber es sind 23.700, die der schafft. Mit normalen 8 Angriffen und dann dem Bonusangriff. Und Gold und Elixier holt er sowieso 3.620.000 raus. Ich meine, ich hätte auch richtig gerechnet. Was natürlich nicht schlecht ist. Und wir können den aber mal mitnehmen hier, glaube ich. Mal eben schauen. Ja, der sieht ganz gut aus. Dann haben wir wenigstens unseren Tagesangriff. Den habe ich schon gemacht, Leute. Den habe ich schon gemacht. Ach, das ist ja die Armee. Okay. Ich habe keinen Hunter dabei. Da könnte es ein bisschen schwieriger werden. Müssen wir mal gucken. Ich habe keinen Hunter dabei, Leute. Das könnte daneben gehen. Oh, die muss ich da unten schon wieder so eng setzen. Nein, das will ich jetzt nicht. Will mir keine neue Belohnung abholen. War wofür auch. So, hier nochmal Gesetz. Und der nimmt er jetzt schon den King? Ja, der nimmt den King. Okay. Perfekt. Der nimmt den King. Ich denke mal, ich habe hier einen Hawks drin. Ah, ne, ich habe keine Hawks drin. Okay, keine Hawks da mal drin. Keine Hawks da mal drin. Ich habe da keine Hawks drin. Ah, macht nichts. Wir nehmen die trotzdem hier. Mal sehen, dass der Packer sich hier vielleicht durchfrisst. Mauerbrecher nochmal mit rein. Zack. Und hier nehmen wir auch einen. Zack. Und stürzen jetzt unsere Meute hier Richtung Mitte. Ob die dann auch Richtung Mitte gehen, das wage ich mal zu bezweifeln. Den checken wir da hinten mal rein. Wo gehen die ganzen denn hin? Also Sprungzauber muss natürlich auch setzen, damit die Truppen den auch nehmen. Goto, den musst du setzen. Ja, ich habe es jetzt gesehen. Den schicken wir mal außen. Und den nächsten Sprungzauber hier übers Rathaus, da geht ja sowieso jetzt nichts rein. Die hüpfen ja jetzt alle nebenher. Okay, die hüpfen jetzt alle nebenher, hier sehe ich gerade. Und irgendwie nimmt gerade nichts den Weg da rein. Ah doch, ein bisschen läuft da rein. Was ist denn das da? Wer läuft denn da rein? Ach, das ist die Queen. Ah, das ist die Queenie. Okay, die Queen ist da am Start. Aber holt die sich das Rathaus? Aber springen tut da natürlich keiner. Okay, das war mal wieder so ein typischer Toto-Angriff. Ein bisschen Loot haben wir mitgenommen. Und immerhin, ah doch, die zwei Sterne haben wir. Okay, die zwei Sterne haben wir immerhin doch. Da oben geht ja auch noch ein bisschen was. Single Inferno ist jetzt natürlich ein bisschen böser. Ich habe nicht auf die Clanburg geachtet. Macht nichts. Ah, gleich noch einen zweiten. Aber ich weiß gar nicht, wie viele Sterne ich da machen musste. Oder musste man 4 Angriffe gewinnen. Gucken wir gleich nochmal rein. Aber wir haben uns in jedem Fall schon mal verändert. Und ich hoffe, ihr seid ja d'accord mit, dass ich mal wieder was ausgegeben habe hier für diesen Account. Ich war ja aufgrund dieser Account-Geschichte so ein bisschen im Zweifel, ob ich das überhaupt noch mache, falls dann doch was abhanden kommt. Aber immerhin kann ich jetzt wieder melden, ja, ich habe am 24.11., also exakt einen Monat vorm Heiligen Abend, hier mir die Piratenszenerie gekauft. Und werde mir auch noch ein paar Pässe kaufen und werde auch noch ein paar Pässe raushauen nächsten Monat, also im Monat Dezember gibt es 10 Goldpässe von mir. Die verlose ich allerdings nicht. Das macht dann der Ecki von der DCM. Denn dort gibt es als Trostpflaster 10-mal Goldpass von mir. Was hoffentlich nicht schlecht ist. Ich hoffe, ihr findet das ganz in Ordnung, dass auch ich das mal mache. Und warum habe ich den? Ach so, ja, okay. Ich habe den jetzt mal wieder nicht genommen. Und warum läuft der da noch? Ach, ich weiß warum. Ah, Spender. Das war wegen den Spendertruppen mal wieder. Warte, wir machen das mal anders. Kann ich trotzdem noch mal kurz spenden. Auch wenn ich jetzt nicht so viel habe. Ach doch, ich hab ja doch so viel. Alles klar, ich habe ja doch so viel. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1.
eine Maschine einmal nachgemacht und hier passt jetzt aber irgendwas nicht. Was passte da denn nochmal nicht rein? Das ist eine Spendenwalküre gewesen. Das macht jetzt, was ist jetzt nicht so schlimm, was wir jetzt gerade so verbrateln hier. 12 Stück hatten wir eben auch. Perfekt. Und hier waren es die Bowler, die da offen waren. Also wir machen kurz einen Cut. Und einen Lucky noch mit rein. Und dann machen wir noch einen zweiten Angriff. Dann haben wir auch 3 insgesamt in dieser Folge gesehen. Jo, jetzt hat es aber echt gedauert, bis ich einen adäquaten Gegner gefunden habe. Der ist sogar schon in Legende. Aber das ist diese Pseudo-Legende. Das heißt also, wenn man ja über die 5000 Punkte kommt, muss man der Legendenliga ja nicht beitreten. Und deswegen hatte ich mich ja auch mal gewundert, warum jemand mich aus der Legende einfach so angreift. Obwohl ich gar nicht in Legende bin. Aber daraus erklärt sich das Ganze. Und das passt ja diesmal. Diesmal passt es. Okay. Diesmal passt es. Perfekt. So, gehen wir mal ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, gehen wir mal ein bisschen vor. Gehen wir mal so ein kleines bisschen rein. Oh, 70er Queen ist schon stark, ne? Verdammt. Das habe ich gerade mal unterschätzt. Volle Wurst. Boah. Naja. Was willst du machen? Was willst du machen? Das hatte ich jetzt echt gerade ein bisschen unterschätzt. Mal dazu sagen. So, dann nehmen wir die 3 noch. Müssen wir doch nochmal wooten. Geht auf den Scattershot perfekt. Sehr schön. Kann mein King hier anfangen, ein bisschen rumzufunneln. Und wir können... wo gehst du nur hin? Wieso geht denn der King so komisch? Na egal. Soll wohl so sein. Müssen wir durch. Den nehmen wir auch mit dahinter. Wo ist meine Queen? Oh, die geht noch... geht ja noch scheinbar ganz, ganz gut durch. Zeppelin hier mit rein. Die müssen wir heilen. Oh, hier hätte ich frosten müssen, sehe ich gerade. Da hätte ich frosten müssen. Sehe ich gerade. Oh, mein Blim kommt durch. Ja, mein Blim kommt durch. Perfekt. Alter, 100.000 Skelette gerade. Okay, die muss ich da wegmachen. Und die Miner hier nochmal rein. Und na, guck. Mal gucken, hier mein Champion. Ob der... Ah, ne, der macht jetzt schon Cleanup mit, alles klar. Da unten ist mein Champion hier. Nicht mein Champion, mein Headhunter, entschuldigt. Mein Headhunter, der macht jetzt schon Cleanup mit, weil der letzte Held da doch gefallen ist. Und Junker. Oh, 32 Pokale. Verdammt. Ist zu viel. Das wären jetzt zu viele Pokale. Ja, da hatte ich jetzt nicht mit gerechnet. Toto rechnet nicht damit, dass er auch mal 3 Sterne macht. Okay, nee, da rechne ich wirklich nicht mit. Das ist dann bei mir eher die Ausnahme. Meistens will ich ja nur den Loot, aber nicht die Sterne. Aber gut, jetzt haben wir das gemacht. Der Barbar da hinten schaffte die Bauhütte ganz alleine. Ah, nicht ganz, der Minion muss noch kurz mal helfen. Und damit bin ich schon wieder einen kleinen Schritt näher. Aber was ich euch eben erzählt habe, ist ja eigentlich Blödsinn. Ich weiß im Moment nur nicht, was es an Tagesloot hier in der Legende gibt. Das ist ja Bonus. Das ist ja Bonus. Man lootet ja auch noch irgendwie so um die 600.000 oder sowas. Also schafft man ja doch ein bisschen... Doch ein bisschen super, viel mehr. Egal, wir bauen nochmal nach. Wie gehabt, jetzt habe ich hier aber 3 von denen, das ist nie gut. Da muss man auch mal drauf achten, dass das besser wird. Und dann greifen wir gleich in jedem Fall nochmal an, aber das mache ich jetzt offline, also ohne euch. Oh, ich habe schon ein bisschen Bonus. Ich glaube, wir kriegen noch kurz mal was gebacken hier. Jawohl, wir kriegen kurz noch, wir schaffen 2 Mauern, Leute. 2 Mauern, die sieht nach einer Ecke aus und dann irgendwann sind wir ja mal fertig hier damit. Perfekt, und zwar in 53 Mauern. Wenn euch das ganz, ganz gut gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns in weiteren Folgen bzw. Livestreams bei mir auf den Kanälen. Vielen Dank fürs Zuschauen, gesund bleiben. Bis dahin, euer Toto. Echt.